und Resistenzen sind fast überall identisch, also sind überall anscheinend identisch. Kann sich im optischen, im Geräusch- und Geruchsbereich einigermaßen tarnen. Geil. Gehen wir zurück zum Marketplace. Wir könnten jetzt noch einen besseren Suit kaufen. Das klingt besser. Medium Sonic Rifle. Was brauchst du? 6 Waffenports. Haben wir mit dem der leichten Rüstung, haben wir da noch 6 Ports? Light Weapon Suit hat nur 3 Ports. Okay, also macht es keinen Sinn, die Waffe zu kaufen, weil ich kann sie eh gar nicht nutzen. Cold Feet, Cold Eggs. Requires Port 8 Defense. Boah. Heavy Neural Beam. Gibt schon echt schicke Sachen. Also wir haben sehr viel freigeschaltet anscheinend durch die letzte Mission. Strong Spectral Scanners. Nee. Passive. Radio Cloak. Ein Kälteschutz wäre jetzt ganz gut, weil die Viecher machen halt primär Kälteschaden. Shield, Thermal Cloak. Thermal Cloak heißt gegen Feuer, richtig? Weil Thermal ist eigentlich Hitze. Und Kälte ist, ne? Auf dem Spektrum der Hitze ganz woanders. Aber es ist negative Hitze? Oh nein, ich denke, das wird es nicht sein. Medium Power Recharge, brauche ich 4 Tech Slots. Ja gut, erstmal hole ich mir jetzt die guten Suits. Und zwar den Medium Tech Suit und den Medium Shield Suit. Den anderen kann ich mir nicht leisten. Dann gehe ich auf Sidearm. Die sind nicht wirklich besser als die anderen, als die Chemical Pistol zum Beispiel. Aber es ist dann wirklich nur die Schadensart, die wichtig ist. Wobei die Gegner, die wir bisher haben, sind gegen alles gleich resistent. Also macht es nicht viel Unterschied. Light Cold Feed, Light Projector. Projector? Was machst du? Ich kauf dich mal. Transmit. So, das kommt gleich rein. Dann kann ich bei der Ausrüstung ein bisschen rumtüfteln, weil wir hatten ja Shield und Tech Suit, einen besseren. Das heißt, du hast den Tech Suit, du hast den Tech Suit. Du bekommst ein Medium Tech Suit. Blub. Ach, da werden sogar die Slots angezeigt. Das ist auch super. Dann nimm doch mal den Small Small Decryptor. Eigentlich... Oh, ich habe gar nicht... Ah, fuck. Ich habe die gesamte letzte Mission wieder gemacht, ohne die Gegenstände mehr anzugucken. Und ohne mit dem Scan hinter Türen zu schauen und. Ja, Mist. Gut, dass mir das jetzt auffällt. Also, nächste Mission, ganz, ganz bestimmt Gegenstände angucken und so. Secondary. Nimm die Chemical Pistol und da nimm den Power Recharger. So, dann Shield war auch neu. Medium Shield Suit. Repulsor war der Wegschubser. Nimm lieber das Field-Ding. Das sollte die Gegner ja schwächer machen. Dann kriegst du hier noch Düster und passiv ebenfalls ein Power Recharger. Das ist gut. Konnte vorher ja nur unsere Tech-Frau. Aber jetzt dank dem besseren Suit kann sie das auch. Bei den anderen verändert sich dementsprechend nichts. Nee. Das war's. Also hiermit. Oh genau, Light Scent. Stimmt, den kannst du noch nehmen. Boost Detection Rate in all directions around the wearer. Also was Geruchssache angeht. Das heißt, du bist unser noch besserer Scout. Schön. Du machst ballistischen Schaden.
nur ein bisschen ballistischen Schaden. Irgendjemand hatte gar keinen Schaden hier bei der Anzeige. Ah, ne. Naja, ist okay. So, also. Nächste Mission, definitiv den Equipment-Tab versuchen zu finden. Jetzt hätten wir als nächste Mission hier wieder ein Civilian Research Vessel. Several potential life forms. Also mögliche Lebensformen. Das klingt dann also vager als das hier, oder? Die Integrität ist low, aber stabil. Alle Bereiche sind betretbar. Die Energie wird auf Reserve gelegt. Und das ist genau das gleiche wie vorher auch. Das klingt gut soweit. Das heißt, wir machen Plotkurs, Execute Jump. Und gucken das gleich mal an. Oh, genau. Und was ich am Anfang der vorletzten Folge meinte, als der Speicherstand neu geladen wurde, von dem vorherigen Versuch, dass das hier weggegangen ist. Das war am Ende des einen Videos ganz so und am Anfang des nächsten war es wieder so. Das heißt, wenn ich das Spiel unterbreche, also ich sage, aus dem Spiel rausgehe, wird ja automatisch gespeichert und wieder reinkomme, dann stabilisiert sich das irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Anzeigefehler ist oder nicht. Achso, und jetzt kann ich mir das Schiff nochmal angucken. Du Schiff, die Ulikala hat 23. Die werden immer größer. Gott. Aber das sollte jetzt stabiler sein als das vorherige. Das heißt, wenn ich ein bisschen vorsichtiger vorgehe, müsste ich auch mehr Zeit haben, um das Ding nach und nach mehr anzugucken. Gott. Breach. Das ganze Gedöns können wir überspringen. So. Du bist jetzt schon gestresst. So, das ist... Achso, das ist der Escape Hatch. Ihr beiden. Genau, du bleibst eigentlich durchgehend hier hinten hocken, bei dem Heckteil. Der Rest kommt mit nach da vorne. So, jetzt Ausrüstungstab, da haben wir es. Und im Ausrüstungstab soll ich das irgendwo benutzen können. Nee. Ich sehe es zumindest nicht. Unlock. Nur du. Nur die Unlock-Funktion. Susan looks shifty. Keep an eye on her. Ja, super. Das motiviert auch tierisch. Wir haben jetzt schon 3000 Knowledge gesammelt. Trotzdem müssen wir jetzt durch. Also, danke für den Hinweis, dass es irgendwo im Equipment-Tab sein müsste. Allerdings sehe ich das da nicht. Hey. So, ja, unser Hacker müsste gleich mal eine Firewall hier hacken, damit wir ein bisschen länger Ruhe haben mit geschlossenen Türen und so weiter. Dann das bitte erforschen. Das bitte erforschen. Ich kann ja nichts anklicken. Du, der. Da drin saugt irgendwas Energie ab. Ja, dann bleib mal schön bei deinen Jungs hier. Du hack das Ding. Schnapp dir die Firewall. Schnapp dir die Firewall. Schnapp dir die Firewall. Und increase power. Mal gucken, was es macht. Was? Consistence decreasen. Was passiert? Power Controller under control. Gut. Ah, da kommt er, der ist kurzzeitig geblockt. Das heißt, ich sollte die Zeit nutzen. So, mit euch da rein. Das investigaten. Und hier weiter. Genau, den kaputt machen. Das ist das Alien, wo man sich bewegen muss.
und dann das Artefakt finden. Hier ist allerdings keins. Super. Da rein. Rein, 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 rein. Storeroom E, sagen sie. Noch kein Artefakt. Wie weit weg können die von ihren Artefakten sein, diese fliegenden Dinger? Ja, komisch. Na gut, ich gehe mal hier zurück. Damit ich nicht auf Sinn irgendwas vorbeilaufe. Ah, hier sind die Artefakte. Kaputt, 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 kaputt. Das war der eine. Das war der andere. Schön. Also zwei von den Fliegenviecher weniger. Hitpoints sind alle noch okay. Niemand im gelben oder orangenen Bereich. Hier waren wir ja schon mal drin. Ich gehe jetzt einmal in der Richtung hier weiter. Nein, ruhig weiter entlocken. Wow. Schön viel Loots. 5400. Also einzeln Investigate brachte gerade 200. Oh, der Raum ist rot geworden. Das ist nicht schön. Gehen wir da oben lang, ob wir da durch können. Weil ich halt hier drin so viel rumgeballert habe, das wird es wahrscheinlich sein. Ich hoffe mal, durch Zeit gehen die Räume nicht kaputt. Das heißt, ich... Oh, hier geht es gar nicht weiter. Nee. Okay. Das heißt, wir huschen mal kurz hier durch den Raum. Oh, das ist der einzige Weg nach draußen später. Irgendjemand macht gerade wieder irgendwas Selbstständiges. Das ist nicht gut. Susan King, ja. Investigate. King. Na komm. Solltest nicht da hinten alleine bleiben. Richtig. Vor allem nicht, während da die Türen jetzt mal wieder geöffnet werden. Du, hack nochmal. Da ist das Vieh gerade so unpraktisch. Schnappen wir die Firewall da unten. Schnappen wir die Firewall da. 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 So. Das müsste eine Weile brauchen. Öffnen. Alle mal rein. Gucken. Warte. Ich teste mal was. King investigated jetzt. Wir kriegen 230 oder so. Du, unser Investigator schlechthin, oder unsere Investigatöse, bekam auch 240 oder so. Also es könnte sein, dass sie mehr bekommt, weil sie halt einen besseren Skill hat. Und Affinität und was weiß ich. Müsste ich mal später so im Auge behalten. Du. 2800. 260 fast. Kann aber auch von den Leichen abhängen. Ob man jetzt einen Ensign findet, der keine Informationen hat, oder einen Captain und dergleichen. Nein, nicht hier. Weiter, 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 weiter. Muss mich jetzt leider doch wieder mehr beeilen und werde auch keine Zeit haben, mit dem Equipment weiter rumzutüfteln, weil der eine Raum halt instabil ist und das ist der einzige Raum, wo wir hier rauskommen. Nicht darauf schießen, darauf schießen. Komm, warte, 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 wir müssen die Alien-Artefakte finden. Stecken sie bestimmt wieder irgendwo ganz woanders. Da vielleicht? Langer Korridor mit Viechern drin. Hier anscheinend nicht, aber es gibt Blut. Flupp. Weiter, 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 weiter. Weiter, sage ich.
öffnen. Und warst du schon vorher da? Oder ist da jemand hinter uns plötzlich aufgetaucht? Download. Nee, nicht du. Das machst bitte du. Auch wenn das wahrscheinlich eher Thomas machen müsste, aber die ist zu weit weg. Denke, ein Scout ist da eher passend. Eine Medium Chemical Trap. Fallen. Ha, interessant. Ja, das ist die Nervensäge. Das heißt, irgendwo ist noch mindestens ein Artefakt. Warte. Unlock. Wie weit sind wir noch von der... Boah, eine ganze Ecke von der Brücke weg.